Wo ist sie denn? Mein Gott. Dass wir die dann irgendwo hier setzen. Und dann dort noch ein Vorsignal hinmachen. Dann macht der Masten wenigstens Sinn. So, dann machen wir aber einmal Halt erwarten hin. So. Und dann machen wir hier einfach auch eins hin. Einfach nur, damit es schön aussieht. Und dann könnten wir hier... Das reicht nicht ganz, oder? Nee, das steht mittendrin. Aber das könnten wir auch einfach hier hinstellen, wäre auch kein Problem. So, unsere lieben Signalbrücken. Das heißt, du kommst ja da rein, du wartest dann und da fährst du dann wieder raus, ist okay. So, hier oben machen wir einmal. Machen wir einmal das hier. So, hier machen wir 100 Ankündigungen. Das stellen wir einfach mal dahin. So, damit ich das weiß. Hier ein 100er Gleis hin. Sollen wir das bei 80 belassen? Moment, wir könnten hier auch. Was anderes hinstellen. Und zwar, wenn es das als Signalbrücke gibt, Freifahrt auf Langsamfahrt. So, dann machen wir. Dann kommt da nämlich ein 60er Schildlein hin. Und dort machen wir ein 100er hin. Das ist gerade falsch rum. Wunderbar. So, hier ist ja auch schon fast das gleiche, weil ab hier ist ja dann 80. Oh, für mich ist die Beschilderung ganz wichtig. So, davor ging es ja eh mit 100 dadurch. Das heißt, wir könnten hier auch dieses andere Signal hinstellen. Mit. Ach, wo ist denn? Gibt's das als KS-Signal? Ich habe hier einmal 100 Ankündigung 60. Sonst nehme ich das.
Okay, dann nehmen wir das. Ankündigung 80, weil davor fahren wir ja eh schon 100. Das heißt, das müsste eigentlich nicht signalisiert werden. So, da in die Richtung eh nie ein Zug fährt, dann stellen wir da einfach auch das gleiche auf. Das sieht in meinen Augen einfach besser aus, dieses Signal. So, ab da haben wir 100. Ab hier haben wir 80. So, das gleiche stellen wir hier auch nochmal auf. So. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Okay, das liegt. Das haben wir auch schon alles signalisiert. Ankündigung 100. Na, wenn wir nehmen einfach das. So, ab hier ist 110. Okay, so, ab hier ist dann auch freie Fahrt. Dann haben wir das hier. Setzen wir das mal so. Gut. Das wäre dann auch in Ordnung. Genau. Das haben wir alles durch. Hier haben wir eigentlich auch im Grunde alles durch. Okay, jetzt legen wir mal da noch die Straße drüber. Boah, jetzt haben wir diese blöde Kollisionsmeldung da. Was ist das? Ich versteh's nicht. Die Schiene kann ich wahrscheinlich auch nicht drüber legen. Was zum Teufel ist das? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, was das ist. Weit weg. Das geht nicht in eine Brücke über. Okay, dann sorgen wir da dafür mal. Ja, sehr schön. Oh, oh, oh. Das wäre okay. Die wäre auch okay. Die wäre nicht okay. Dann würde ich glatt zu dieser hier tendieren.
Okay, dann hier einmal. Oh. Die geht dann hier einmal quer über die Gleise. Da kriegt man selbstverständlich so eine blöde Brückenpfeiler-Kollision. Legen wir das halt eben so. Hallo? Spiel? Ach, das habe ich jetzt alles mit innerstädtischen gemacht. Dann ändern wir das mal schnell. Gut, und den Hügel haben wir dann halt einfach. Da gibt es ja dann wenigstens auch einen Bund, da fährt er den. Da läuft dann die Autobahn oben drüber. Oder was jetzt passiert? So, die Buslinie von oben meckert schon wieder rum. So viel kann man doch eigentlich gar nicht meckern, wie so viel wie die meckert. Okay, wie auch immer das das geht. Okay. Ich frage mal nicht weiter nach. Hä? Okay, das wäre ja schon mal abgeschlossen hier die Seite. Das kann man dann auch gleich mal bepinseln. Wunderbar. Die Seiten hier natürlich auch. Hier warte ich mal noch. Das hier selbstverständlich auch. So, auf der Seite warte ich dann auch. Okay. Cool. Dann wäre dieser Bauabschnitt schon mal einigermaßen in Ordnung. Da können wir jetzt noch eine Straße unten durchführen. Ich glaube, das wird man auch machen. So eine kleine. Sehr schön. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, das Ganze hier gefällt euch, was ihr so seht. Mit dem Bahnhofsbau hier nochmal. Das Gleisvorfeld. Etwas komplexer, kann man fast schon sagen. Hier sehe ich gerade, steht das falsche Signal. Hier muss nämlich ein 60 hin. Ja, gerade gedacht, da steht auch das falsche Signal. Jo. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet.
bei einer weiteren Aufnahme Transportfieber. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.